Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Geburtsvlog. Mir ist vor einer Stunde die Fruchtblase geplatzt. Wir sind bei 38 plus 0, also heute genau 39. Schwangerschaftswoche. Genau, 18 Uhr ist die Fruchtblase geplatzt. Wir haben jetzt kurz nach 19 Uhr. Ich habe Felix von der Arbeit geholt. Der ist jetzt da und wir sind auf dem Weg. Also nur um das jetzt mal klarzustellen, ich bin von der Arbeit gekommen, Sie haben mich nicht abgeholt. Nein, Gott, ich habe ihn angerufen und lag die ganze Zeit sogar im Bett, weil ich echt nicht aufstehen wollte. Mir ist nämlich im Bett die Fruchtblase geplatzt, aber das erfahrt ihr alles im Geburtsbericht. Ich wollte euch jetzt einfach nur mitnehmen, wie das Ganze so abläuft. Ich bin sehr gespannt, wann die kleine Maus kommt. Wir haben heute den 12.3. Mal schauen, wann ihr Geburtstag ist. Aber wir sind jetzt also gerade auf dem Weg, haben alles eingepackt hier hinten. Ihr seht, alles ist voll. Wir haben trotzdem was vergessen, aber das ist nicht so schlimm, weil meine Eltern ja, wenn sie denn heute Nacht noch kommen, morgen auf jeden Fall sowieso da sind. Und dann können die das ja auch noch mitbringen. Wir haben jetzt gerade im Krankenhaus angerufen. Gott, oh Gott. Und sind jetzt auch schon sozusagen angemeldet. Also die wissen jetzt, dass wir kommen. Und Felix muss jetzt noch schnell tanken. Ja, ich weiß, total unvorbereitet, aber ist jetzt leider so. Woher sollen wir das wissen? Ja, das ist einfach. Das ist 2 Wochen zu früh. Man kann ja das Auto nicht immer voll getankt haben, sag ich mal. Aber es ist genau 2 Wochen zu früh. Ja, genau 2 Wochen. Heute 14 Tage. Ja, wir sind sehr gespannt, wann die kleine Maus kommt. Wie gesagt, wir haben es jetzt 19.11 Uhr. Und die Wehen sind schon da. Also seitdem ich kurz nach dem Blasensprung fingen sie an. Erst mit leichten Übungswehen, jetzt werden die schon so ein. Es sind ja keine Übungswehen, also so die gleichen Schmerzen wie die Übungswehen, sag ich mal. Also überhaupt nicht erwähnenswert waren sie, aber jetzt bekomme ich schon wieder eine, muss man schon so ein bisschen veratmen. Das ist bis jetzt nur ein Unterleibsschmerzen, also ja, einfach als hätte man Unterleibsschmerzen. Ach, heute ist so teuer, ne? Das ist doch klar. Genau, heute ist teuer. So, es tut echt weh. Aber ich versuche mich zusammenzureißen noch. Wir tanken jetzt erstmal und dann schauen wir mal, wann wir denn da sind. Ja, ich verliere immer noch Fruchtwasser, deswegen haben wir hier ein Handtuch und darunter auch so eine Wickelunterlage. Meine Mutter hat mir dann 1000 Wickelunterlagen noch mitgegeben und packt das noch ein, nimmt das noch mit und aber die freuen sich natürlich auch alle zu Hause. Sind alle ganz aufgeregt, meine Geschwister auch, alle total aufgeregt. Haben gerade noch alles mit zum Auto getragen und so total niedlich. Und also Fruchtwasser verliere ich immer noch ein bisschen. Der Schleimpropf ist mit abgegangen. Das hat man ja deutlich gesehen. Das ist ja richtig, richtig viel Glibber, schmierig, irgendwas gewesen. Also ja, der ist auf jeden Fall mit runter und meine ganze Hose war komplett nass. Ich habe davon Fotos gemacht, weil das so krass war. Aber die Frauenärztin hat gesagt, es ist viel Fruchtwasser und da hat sie auch echt recht gehabt. Und ja, zum nächsten Frauenarzttermin fahren wir also nicht. Ich bekomme gerade schon wieder eine Wehe. Und ja, wir sind mal gespannt. Ich berichte euch. So, meine Lieben, wir sind im Krankenhaus angekommen. Der Storchenparkplatz ist voll. Das heißt, wir haben jetzt auf dem normalen Parkplatz geparkt. Felix hätte auch einfach davor parken können. Aber ich habe gesagt, scheiß drauf, wir laufen jetzt. Ich darf ja laufen. Gut, die Wehen sind schon stark. Im Auto habe ich jetzt alle 1,5 Minuten welche gehabt. Wir schauen jetzt mal. Ich kriege gerade schon wieder eine. Also wir beeilen uns. Felix ist hier vollgepackt. Auto steht und ja. Gut, jetzt tut's weh.